Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich was ganz Tolles für euch vorbereitet. Das wollte ich schon länger machen, aber habe es im Prinzip immer nur rausgezögert. Und jetzt ist es endlich da. Ich habe Ausschnitte von Videos von SSO-YouTubern aufgezeichnet. Und anhand dieser Auszüge müsst ihr sie erkennen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und Erkennen der YouTuber. Ihr könnt übrigens gerne mal kommentieren, wie viele ihr erkannt habt. Und die Lösung kommt immer gleich nach dem Auszug. Bin mir nicht sicher. Sorry, not sorry. Juckt auch nicht. Und Leute, ihr seht schon, ich reite an den Dipizzanern vorbei und somit wisst ihr, welche beiden Pferde noch. Dann wäre das sehr nice. Ich weiß nicht wieso, aber zu diesem Pferd passen finde ich dunkle Sachen. Das sieht aus wie, kannst du bitte weiter reiten? Wie irgendwie so ein richtig fieses Pferd von irgendeinem richtig fiesen. Dankeschön. Weißt du, das ist so ein Mann. Dieser Mann, den müsste man eigentlich mit Bildern losschicken, anstatt mit Namen. Also wenn ich jetzt schreibe Lasagneblättchen, dann müsste ich eigentlich so ein Bild von der Lasagneplatte aus. Auf der Koppel stehen. Schau es an. Voller Pferde. Gloria, die es geschickt hat, meinte, das sind nicht ihre Pferde. Die waren plötzlich da und haben alle. Wo ich immer lang geritten bin. Oh. Okay, das lag aber an mir. Ganz klarer Fall. Oh mein Gott, ich komme so gefühlt als letztes Ziel. Sehr cool. Bitte bring mich... Oh Gott, ich dachte gerade, der bringt mich jetzt da unten hin wieder zurück. Ja, hier komme ich nicht anders vorbei, als auf dem Weg lang zu reiten eigentlich. Nein! Alter, das ist was wie geil. Oh mein Gott, Summer Madness oder so. Nein, oder einfach Dark Madness oder so. Generell kann man sagen, dass ich in Videos nicht grüße, da das sonst einfach viel zu viel werden würde, da die Community inzwischen so groß ist. Und ich möchte. Mayas Familie. Mama, Papa, das sind April und Basalt Bell. Sie haben mir geholfen, eine Bindung zu Ellie aufzubauen. Wir verbringen viel Zeit zusammen.